Herzlich willkommen zur Minecraft-WG. Ich lache gerade über meine Stimme, weil sie so komisch klingt. Mit dem Mief. Hallo. Mit dem Blattermoon. Einen wunderschönen guten Tag. Mit der Shizuka. Hallöchen. Geh. Was willst du schon? Und mit dem Pain. Hi. Stimmt das vor hier? Guck mal, mein soll Haus. Soll ich nochmal sagen? Ja, sag mal bitte nochmal. Ja, bitte. Ich baue heute das Haus weiter. Ja, guck dir mal mein Haus bitte von vorne an, ob das so geht. Leute, bitte ich den heutigen Tag ganz dick rot im Kalender an. Mit den Fenstern. Also da muss natürlich noch was an der Front gemacht werden, aber das ist... Du meinst von der Fenstermenge her? Von der Menge oder von dem Aussehen der Fenster? Ich hab die schwarz umrandet, wie du siehst. Ähnlich wie du das gemacht hast? Ja. Nein, so mit reingesetzt und dann halt noch einen schwarzen Rand reingesetzt dann. Ja. Mhm, nicht schlecht. Das sind bis jetzt nur die Frontscheiben, darfst nicht an der Seite des Hauses fliegen, da ist es noch nicht. War genug Arbeit, das vorne zu machen. Ja, ich würde mal auch sagen, dass du an den Seiten auch weniger. Also da hast du schon weniger Fenster drin. Ja, ich habe weniger gemacht, ja. Dass du brauchst einfach auch ein paar Wände, die voll sind einfach. Aber gefällt mir gut, auch von der Holzstruktur her. Ich glaube, das war doch ein guter Plan, die Farben zu nehmen. Von dem Spruce war das, ne? Ja, ne? Ja. Ich muss gucken, ob ich das dazwischen irgendwie anders hell mache oder ob ich das dunkler mache, das weiß ich noch nicht. Also da in die Ebenen quasi. Da ist ja ich weiß, was du meinst. Du kannst höchstens eine nach innen versetzte Schicht von dem Stein machen, das du unten auch hast. Oder das Holz, wobei ich das Holz nicht mache. Also nach innen versetzt ist schon mal gut. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr, weißt schon. Ja. 3D. Ja. Ich muss aber überlegen, was ich mache. Also. Okay, komm mal mit. Ja, mitkommen. Ja. Wohin? Shizuka und ich haben auch mal was vorbereitet. Oh, was? Das gibt's ja nicht. Ja. Können wir auch. Im Gegensatz zu manch anderen Leuten sind wir produktiv. Dirk, guck mal mein Haus an. Stopp. Was soll das denn guck heißen? Guck mein Haus an. Wo bist du denn jetzt? Oh, ich dachte, ich sei gemein, aber da hat Steve gesagt. Oh, die Piratenflaggen hängen. Hast du die hier überhaupt schon gesehen, die Uhr und das Zeug? Nee. Weil ich einen Stab aus Hand legen. Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich nur 7. Stockwerk, 6., 5., 4., 3. Habt ihr auch die mit Dingsschüssel gemacht, ja? Oh, ja. Nice, ja. Das ist, mein ja, das ist so viel Arbeit, ey. Schon die ganzen Rahmen waren schon Arbeit. A, B. Ja, ist doch schön. Wenn du das denkst, also ich hab... Aus wie vielen Blöcken besteht der Schluss? Aus 4, ne? Er steht auf 4, ja. Hast du dafür Blueprints? Nee. Nee, der hat sogar 6. 6 hat der. 6 Teile. Müsste man mal machen, ne? Irgendwie. Oder ihn ja, auf eben. einem nachbauen. Weil der ja, ist nee, ganz ja. Nice geworden. Ich habe bei mir mein Fenster natürlich auch Blueprints gemacht. Pro Fenster 8 Stück, weil ich dann konnte ich immer verdingsen. Ja. Hallo, ich komme schon. Keine Sorge. Ja, kannst fliegen, dann geht's schneller. Oder so. Stimmt. Was ist das denn für ein Saal hier? Mein Gott. Guck dir die Feuerkelche an. Ohne Blueprint. Warum hast du denn? Ja, da hätte ich auf jeden Fall einen Blueprint gemacht. Da kommst du auch. Das ging eigentlich echt schnell. Das ging 1, 2, 3. Fix, ja. Ja, aber jeder hat was gemacht, ich hab's abgeguckt und jeder 2 Kelche gemacht. Ja, aber 2 Blueprints eigentlich hättest du gemacht, dann hättest du danach. Ja, ist egal. Das hat nicht lange gedauert. Wie gesagt, das ging recht fix. Das ist eine nice Halle. Die Decke ist auch schön, was ist das für ein Stein? Das ist Cobblestone. Und dann hast du den. Ja, aber was für ein. Die Decke hat der ist sogar gemacht, ja. Das ist einfach nur gechiselter Cobblestone. Ja, welcher? Aber weiß ich nicht, ist egal. Moment. Das sind 2 verschiedene. Da gibt's welche, die connecten. Oder sind die wo connecten? Das sind beide welche, die connecten. Ja. Das eine war der Dent, oder wie der heißt. Achso, damit der eine habt ihr dann so Vierecke gemacht und mit dem anderen dann die außenrum da immer. Während sie das Dach gemacht hat, habe ich hier gemacht. Wo bist du denn jetzt? Da ist noch eine Tür in der Mitte. Hier. Ja. Das eine, was ich verwendet habe, war Dent und das andere war das Panel. Okay. Also die sind Dent und die größeren Vierecke, das ist Panel. Das ist tatsächlich fast kein Schüssel und Bits, nur in der Tür, Gesundheit. Ein bisschen an der Tür, ansonsten sind das... Ja gut, der Boden hier ist geschisselt und der Rest ist einfach normales Holz und Treppen. Ja, aber warum baut ihr alles unterirdisch, achso, damit ich so mitbauen kann? Erstens das und zweitens wollen wir da so einen riesengroßen irgendwas bauen. Nichts verraten! Ria! Mensch! Riesengroßen irgendwas, hast du nur gesagt. Genau. Ja.
Und warum gibt es hier noch keinen Teleporter drin? Bring einen vorbei. Weil du keinen gebaut hast. Meinen zweiten hast du ja gekriegt, also von daher habe ich keinen zweiten mehr. Es müsste einer im Inventar noch liegen. Warte, ich guck mal eben nach. Siebter Stock, zack. Oh, das geht ja schnell von hier aus. So, Traveler heißen die. Traveler. Kannst du noch gleich mit Sprucewood Planks anmalen. Travel Anchor. Ich habe nur einen, der mit Erde angemalt ist, natürlich. Mit was auch sonst. Ja, aber ich kann mit ja... Sprucewood. Genau. Du kannst ihn aber umpainten, glaube ich. Ja, kann man. Oh, ich habe zufällig auch gerade Sprucewood in meinem Painter, weil ich Conduit für Sales damit angemalt habe. Oh, Wunder. Was für ein Zufall. So. Conduit brauche ich jetzt aber gar nicht mehr. So, bin schon wieder da. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich Bibliothek und dann irgendwo nach unten, ne? Ja, ich habe ein Loch gemacht. Du hast ein Loch gemacht? Da, wo du ihn reinsetzen kannst. So. Oder mal finden, wo ich hier runterkomme. Hier war doch irgendwo ein Loch. Hier. Da hinten in der Bibliothek. Hier? Was ist denn? Nein, hier nicht. Hier in der Bibliothek, da geht's runter, aber da komme ich nicht dahin, wo wir gerade waren. Scheiße. Du würdest ohne Teleporter nirgends hinfinden, hä? Sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich Rather zurechtfinden will, wenn das hier unten erstmal fertig ist. Ja. Ich geh ihn abholen. Ja, ich sitz hier. Du bist wieder vorbei. Ich setz einfach alles 3 Meter an Traveler eigentlich dahin, ist doch logisch. War das hier durch? Nein. Scheiße. Hier rüber war das. Ich sag ja, er findet nicht mal hin. Wir müssten eigentlich absichtlich nur für Rather. Sprucewood? Sprucewood, das war doch Sprucewood. Ach, das war geschisseltes Sprucewood, was ich hatte. Ja. Ja, sieht doch fast richtig aus. Na, nur fast, aber nicht ganz. So geht das nicht. Außerdem bin ich noch im komischen Game-Mode, das hab ich gerade gesehen, weil ich habe mir gerade noch eins gemacht. Siehst du? Wem gehört das Zimmer? Was ist das meinen dann jetzt? Warum bin ich in Game-Mode? Game-Mode. Boah, links ist meins, wieso? Oben. Ich. Okay, da liegt Clay drin. Brauchst du den? Nehm ihn dir. Ja, ich danke. Nein, wir haben bestimmt auch Clay im E, oder? Ich müsste auch anders. Ich hab auch noch außerhalb in Kisten. Wir müssen Clay. Gegebenenfalls Clay irgendwie Clay auch lassen. Wir haben ungefähr, muss ich zusammenrechnen, 12.000 Clay. Okay, hat sich erledigt. Ich glaube, da gibt es also, keine Probleme. Wenn du den normalen Clay nur brauchst, dann wir haben 292 und 4500 Blöcke. Und dann hat Clay noch jede Menge. Hat denn Blöcke? Ja, die brauche ich. In allen Farben sind die im System. Ja, lol. Ja, okay. Ich habe unten zwei Farben, die abfarben. Das ist ja viel zu easy. Entschuldigung. Da versuche ich Möglichkeiten zu finden, mich irgendwie hier vom Bauern fernzuhalten. Ne? Und dann sagen die einfach. Clay haben wir genug. Clay haben wir alles. Clay, alles da. Also du hast von jeder Farbe ungefähr 600 Stück Blöcke. Ja, das reicht locker. Scheiße, was? Ja. Ach, das ist scheiße. So, du brauchst ein normales Spruce Wood, ne? Probier hier. Ja, ganz normale Planks. Spruce Wood, ich hab aber... Achso, das ist das, wo ich nur 368.000 Stück von habe. Ach, scheiße, ey. Ich müsste gleich nochmal meinen... Nur. ME-Zeugs. Knapp. Wenn du wieder herkommst, bring bitte Fackeln mit. Fackeln? Soll ich hier nicht Glowstone umpainten? Ja, kannst du auch machen, aber ich brauch's jetzt zum Bauen halt erstmal. Wir wollten Fackeln. Sowieso Glowstone dann. Ich hab aber nur 30.000 Kohle. Oh, ist mir egal, cool. Dann mach halt nur 2 Stacks Fackeln. Nee, aber so Sprucewood Planks angemalten Glowstone kannst du gerne mitnehmen, Stack oder so. Das wäre eine feine Sache. Oh doch, ich habe 392 Fackel im Inventar, hier im Dings. Wie viel willst du? Wo kommen die denn her? Ich hab die da reingeschmissen, alle. Das ist uncool. Warum geben die Glowstone Bits kein Licht von sich? Das ist uncool. Schade, ne? Tun sie aber nicht. Das Glowstone, was? In welches was soll ich hier das painten? Sprucewood Planks. Alles klar. Maschine läuft. Brother, was ist jetzt eigentlich mit Battle-Staffel da? Ich habe, wie du am Anfang schon feststellst, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, sind wir beide sehr in Stress. Also Stress, ja, hat 2 Faktoren. Ja, ich arbeite sehr viel im Moment. Du auch? Wow. Ja. Ich kenne das Problem. Wir müssen irgendwie mehr Zeit haben. Wir brauchen mehr Zeit. Der Tag müsste 48 Stunden haben.
Meinetwegen auch noch mehr. Also. Auch für mich. Halt bedenken, ja. Dann würde aber die Arbeitszeit bestimmt auch länger werden. Das bin ich auch gerade mit Spitten-Mief, toll. Was wir halt so, echt ja, bräuchten, stell dir vor, es würde gesetzlich vorgegeben, dass man nur 4 Stunden am Tag arbeiten muss. Was würde das in der Wirtschaft ändern? Wäre so krank. Arbeitszeit wäre noch teurer? Ja. Ja. Und als ob das nicht geht. Kann nur einer sich hinlegen? Ja, das Problem ist sowieso schon. Die Arbeitszeit ist schon viel zu teuer im Gegensatz zum Material. Ja, aber nehmen wir an. Kann sie nochmal schlafen legen? Stell dir vor, alle bevor ihr weiter diskutiert, danke. Und würden trotzdem nur den normalen Stundenlohn bekommen. Die Wirtschaft würde sich trotzdem selber regulieren nach einer Zeit. Das ist ja das Prinzip der freien Wirtschaft. Die würde sich selber nach einer Zeit regulieren. Jeder müsste einen zweiten Job machen, wo auch nochmal so viele Stunden arbeitet? Nee, zweiter Job darf nicht. Also, wenn wir das machen würden. Also, würde ich normalen Stunden oder normales Gehalt? Doch, du würdest davon leben Stunden können. Kriege ich weniger. Nach einiger Zeit würdest du davon leben können, weil die Wirtschaft sich ja automatisch danach reguliert. Weil wenn alle sich halt weniger was gönnen können, müssen die Preise runtergehen. Wenn das funktionieren würde, warum haben wir es nicht schon? Ja. Weil konservativ. Und Veränderungen sind doof und wir probieren nichts aus. Ja. Ist genauso wie bei dem Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Da, wer noch? Wäre auf jeden Fall geil gewesen, wenn sie mal eine Versuchung hätten. Wie soll ich den Teleporter denn hier nennen? Wir müssen einfach mal viel mehr mit den Gedanken spielen, irgendwas zu verändern und welche Auswirkungen das hätte. Nenn ihn einfach... Ich nenne es Unterhaus. So, okay. Das klingt ja doof. Richtig. Geheimnis. Unterhaus. Möchtest du was von mir? Hier, bitteschön. Das sind gleich so 4 nebeneinander. Was? Hier nebeneinander? Ja, das sah lustig aus, wie sie gedroppt sind. Wie? Was soll ich damit jetzt? Ist mir rausgefallen. Ja, lass mal gucken. Platz. So? Wo ist denn das Unterhaus? Da. Ja, das geht. Wir die Bits aufgehoben, hallo? Hast du extra hingeschmissen? Nein, eigentlich nicht. Ich brauchte Platz einfach für die Fackeln. Hier ist dunkel bei dir. Ach, was du nicht sagst. Was ist denn hier mitgemacht mit dem Glowstone? Ist ja kaputt. Ah, jetzt leuchtet er. Hat gerade nicht geleuchtet. Wahrscheinlich hat er bei dir einfach noch nicht geladen. Ja, schießt du gerade? Ich suche gerade mal wieder was und finde es nicht. Okay. Beziehungsweise und weiß nicht was. Was suchst suche du denn? Wir suchen der Finn. Der Weg ist das Ziel. Den muss ich auch noch umpinden hier. Was wolltest du denn gerade machen? Fragen wir mal so. Ah, jetzt weiß ich wieder, danke. Siehst du, ich bin so gut. Naja, aber echt jetzt, wirklich. Jetzt hätte uns doch Sport kommen müssen, mach doch erstmal das Haus fertig. Mach erstmal das Haus fertig. Bringt ja nichts, wenn wir dir das sagen. Bin doch dabei. Achso, das, ja. Hallo Creeper. Nein. Au. Arsch. Was ist mit euch los? Hat sich die Sprache verschlagen? Jo. Yep. Jo. Geil. Ich hast eigentlich meine Küche schon gesehen. Ich stecke gerade in einem Dilemma. Die ist sehr zweckmäßig. Die ist sehr zweckmäßig. Guck mal her. Ja, aber ich komme her. Ich nenne es einfach die Küche. Ja, Alex ist der Port. Warum lässt du immer die Tür offen? Welche Alex, Tür? Ja, warte. Die Bibliothek. Ich muss mal meinen Stab auspacken. Ja, das klang auch na, nicht über falsch. Wieso? Ist was reingelaufen zur Bibliothek? Komm, hol den Stab raus. Nein. Es ist nicht reingekommen. Ich nenne es meine Küche. Das tut weh, wenn ich ans ME will. Alter, was? So habe ich wenigstens genug Platz, weißt du? Es ist verdammt schmerzhaft, wenn die Tür... Alles gefiltert oben, weißt du, da wird nur das verbraten, so tief steht die Sonne ja noch nicht, ne? Ich musste einen Crusher bauen, aber ich weiß gar nicht mehr wofür, warte mal, das war für... Tageslicht kommt trotzdem ach, für Cinnabar, oh, muss ich auch irgendwie verarbeiten. Also ich habe alles nur noch in Ingots, Ingots oben im ME. Ich habe keine Aura oder sowas mehr. Gut, ne? Perfekt. Ich glaube, ich nenne meine Folge von heute dann die hustigen Episoden oder so. Oh, leck. Alles klar. Ja, ich weiß, was ich als nächstes baue. Auch so ein System?
Nein, kompakter und besser. Aber ja. Nee, ich wollte für jeden einen Einzelofen haben, weißt du, dass ich. Ja, und alles über einen Tesseract anreichen. Ja, reinschuss. Ich habe halt gerade so einen riesen Zettel, den ich erstmal abarbeiten muss. Und auf der anderen Seite habe ich mir, anstatt Tier 3 oder sowas zu craften, natürlich zwei von jeder Sorte hingestellt. Mal. Ja. Auch eine Möglichkeit. Läuft erstmal. Ja. Üblicher Weg halt. Blöd. Und das geht alles hier, wenn du mal den Stab ausnimmst, da gibt's, und in die Richtung guckst, da gibt's einen ME-Anschluss, ne? Das ist ja unten bei mir, da kannst du mal hin. ME-Anschluss, ja. Genau, die habe ich dann schon ein bisschen weiterentwickelt, ne? Hier hängen ein paar Dinger rum. Und hier kommen meine ganzen Fische, die werden hier vercraftet quasi. Da muss ich nochmal eine extra Stelle bauen. Ja, da sind theoretisch sind da nur Angeln und ganz oben sind Äxte drin. Für die Baumfarm. Tschüss, was? Ciao. Ciao. Tschüss.